Guten Abend, liebe Leute, meine Damen und Herren. Große Ehre, hier eingeladen zu sein. Fast hätte ich es nicht geschafft. Nicht wegen der Lufthansa, sondern wegen einer anderen Airline, Air Berlin. Denen fehlte ein Crewmitglied und die konnten 1,5 Stunden nicht starten. Ich bin trotzdem hier und wir werden uns über allerhand unsichtbare Sachen unterhalten. Ich hoffe auch auf eine kleine Diskussion nachher. Es geht darum, wie kamen die Staaten eigentlich dazu, etwas zu tun und sich selbst das Recht einzuräumen, was ihre eigenen Gesetze strikt verbieten. Nämlich der Einsatz von Schadsoftware, von Malware durch staatliche Akteure. Und hier gibt es einen kleinen geschichtlichen Abriss über eine Entwicklung, die ich seit 1995 lebhaft mitverfolgt habe. Die Quintessenz wurde 1996 gegründet, die weitaus erschreckender ist, als man sie sich vorstellen konnte zu Beginn. Man hat einfach den Staat, die Staaten, die westlichen Demokratien nicht für so skrupellos und fähig gehalten, zu allen Mitteln zu greifen. So, dann schauen wir mal, ob die Enter-Taste auch funktioniert. Na sicher. Also, Open-Source-Programme sind manchmal mühsam, aber wenn man sie einmal im Griff hat, geht's. Diesmal habe ich es sogar geschafft, die Dinger reinfliegen zu lassen. Da bei den vorherigen Vorträgen aufgrund der großen Textmenge, die das Publikum oft überfordert war. Also, wir fangen mal an mit ein paar etymologischen Bemerkungen. Und zwar zu Cyber. Das ist nämlich Cyber. Ich habe mir gedacht, ich ziehe mir auch das richtige Outfit zu Cyber an. Cyber ist der Begriff, der sehr viel unter sich subsumiert und er wird vom Staat beansprucht. Cyber ist immer eine staatliche Aktion und ich zeige Ihnen warum. Da gibt es nämlich, ich bin gelernter Literatur- und Sprachwissenschaftler, darum geht es mit Etymologie los. Sie werden sehen, dass das sehr, wie man in Wien sagt, untereinander verbandelt ist. Also das nächste, Cyber, ist die Kybernesis, die Regierung. Hier ist die Wurzel des Worts Cyber drinnen versteckt. Das sind die ältesten Anwendungen des Begriffs Cyber. Kybernesis hieß die Regierung im alten Athen. Die Lenkung, die Steuerung, der Staat. Im Mittelalter ist dann daraus der Gouverneurbehörde geworden, Militärbefehlshaber. Sie sehen also, der Staat steckt mitten in dem Wort drinnen. Naja, dann 48, Norbert Wiener, da werden Sie sich besser auskennen als ich. Kybernetik, Cybernetics, Steuerung und Regelungskunde. Maschinen, Organismen und soziale Organisationen fiel darunter. Also man wendete den Begriff sehr breit an. Es war auch im Zuge des behavioristischen Modells der Psychologie, das damals langsam entstand, als man dachte, man könnte alles lenken, gesellschaftliche Vorgänge nach Belieben manipulieren. Die Sowjetunion ist daran zugrunde gegangen. Aber das Denken war im Westen fast noch verbreiteter. So, dann kommen wir zu Kybernetik überall. Claude Shannon, Paul Watzlawick, Maturana Varela, das ist harte Kost, bis zu Niklas Luhmann. Überall Kybernetik plötzlich in der Wissenschaft.
Es gab sogar eine kybernetische Pädagogik in den 60er Jahren. Also man hat den Begriff wörtlich genommen und hat ihn auf alle Bereiche der Gesellschaft angewendet. Und jetzt kommen wir zur Einführung des Begriffs in der Gesellschaft. Plötzlich gab es die Cyberpunk-Fiction. Das heißt, das war der erste Griff der Alternativen nach dem Wort Cyber, der Staat bedeutet, das den Staat bedeutet. Und als zum ersten Mal zu Ehren kam Cyber in der Cybercrime Convention im Europarat. Der Europarat, der hat sich sonst mehr mit Menschenrechten beschäftigt. Und bei Cybercrime hat er mal auch gleich noch Überwachungsgesetze gemacht, weil man muss ja alle möglichen Menschen vor dem Netz schützen. So, wir gehen zu den Militärs. Network-Centric Warfare. Seit 1995 ist das die offizielle amerikanische Militärdoktrin, bitte. Das ist nicht Geheimwissen, nicht unsichtbar, sondern steht, wurde festgeschrieben, das Konzept des vernetzten Krieges. Dann haben wir die guten alten Command- und Control-Centers, das sind auch die Gefechtsfeldzentralen, kann man es nennen. Die wurden erweitert mit Computers und Communications. Sie sehen, es sind überhaupt nur Wörter mit C im Spiel. Die wurden erweitert zu C4, das heißt Command, Control, Computers, Communication. Das sind im Wesentlichen so sämtliche Systeme, die jede Armee der Welt verwendet. Sie haben halt den Kommunikationsteil zu ihrer normalen Gefechtszentrale dazugeknallt. So, es sind Netzwerke zur Steuerung der Kriegsmaschine, die eben nach der Logik der Militärs funktionieren. Und die Logik der Militärs, liebe Leute, ist unerbittlich. Schlag und Gegenschlag. In dem Moment, in dem wir das Gebiet der Militärlogik betreten, gelten alle unsere Regeln nicht mehr. Sämtliche Regeln gelten nicht mehr, sondern es gilt ein anderes Gesetz, nämlich das Gesetz des Krieges. Das furchtbare Gesetz des Krieges. Schlag und Gegenschlag haben die eingeplant wie eine Flip-Flop-Schaltung in der Elektronik. Zwei Transistoren, die sich gegenseitig ein- und ausschalten sozusagen. Genau nach diesem Modell wurde das nachgebaut. Das Prinzip selbst herrschte bei dem Militär schon länger. Das heißt, Angriffe auf die militärische Steuerung sind daher eine ganz legitime Handlung. Es war nur die Frage, ab wann kann man den Angriff starten und zu welchem Zeitpunkt und vor allem, wie wird er von der Gegenseite eingeschätzt? Wie wird sie darauf reagieren? Also Angriffe auf die zivile Infrastruktur waren nämlich schon vorher als sogenannte PSYOPs, psychologische Operationen, immer schon in den Doktrinen der Militärs, das war eine vorgelagerte Art vor dem Schießkrieg. Das heißt, das sind irgendwelche gegenseitigen Schlagabtäusche. Das heißt, dazu gehört Propaganda. Dazu gehören Kommunikationsmedien, also Breitenmedien. Und dann kommen eben auch tatsächlich direkte Angriffe auf Websites und Informationssysteme. Ich sage Ihnen ein Beispiel im Irak 2003. Da wurden kurz vor Ausbruch, also kurz vor Einmarsch der Amerikaner, ist es losgegangen. Wir haben das jeden Tag verfolgt. Und das ging so. Plötzlich wurden sämtliche irakischen Regierungswebsites gehackt und es waren
die Amerikaner waren es aber sowas von nicht. Und sie haben sowas von dementiert und das sind ja Einzelaktionen. Man hatte gesehen, alles ist gleichzeitig weg. Die waren miserabel gehostet irgendwo. Alles war weg und danach kamen die Radio- und Fernsehausstrahlungen im Irak. Das heißt, in diesem Bereich ist Cyber angesiedelt. Es ist im Vorfeld des Schießkriegs, aber es ist nicht genau festgelegt, wie weit es vom echten Krieg getrennt ist. So. Das heißt, das Synonym für den ganzen Mist da, den wir haben, diesen militärischen Mist, ist Cyber in Wirklichkeit. Das steht für alles. Das steht für Angriffe mit Mitteln der Kommunikation auf die Kommunikation. Das sind Angriffe, die keine herkömmlichen Waffen beinhalten. Und es sind Angriffe, die sehr, sehr schwer zuordnenbar sind. Sie sind, der Angreifer bleibt fast immer, zumindest in der ersten Phase des Angriffes, unsichtbar. Es ist ein Musterbeispiel für ein Invisible System. Und zwar in der ersten Phase, so bis man richtig auffällt, dass man im Netzwerk des Gegners drinnen ist. So da. Und hier haben wir ein passendes Invisible Office. Das hat mit Cyber, mit Schadsoftware und mit Krypto zu tun. Kennt jemand den Namen dieses Office? Oder den Namen des Vertrags? Es ist das sogenannte Wassenaar Arrangement. Sagt das jemandem was? Bitte? Ich höre es nicht recht. Genau. Das ist das Wassenaar Office. Das ist zwar nach einer Stadt in Holland benannt, das ist aber in Wien. Das ist die Tür. Als wir die Fotos gemacht haben, ging die Tür ein Stück auf. Guckte wer raus, was machen die hier? Das ist unbekannt, niemand kennt's. Und es ist aber wichtig, es verwaltet nämlich die Nachfolge der COCOM-Listen. COCOM-Listen, das war jenes Verfahren, in der sich die westlichen Staaten gegenseitig verpflichteten, keine Hochtechnologie an die Sowjetunion zu liefern. Es waren Embargo-Listen, was wir nicht liefern dürfen. Jo, und das Wassenaar Office hat das fortgeführt und Sie müssen sich vorstellen, da haben die erstellen da drinnen ordentliche Kataloge von Waffentechnologie. Und was Waffen sind, definieren Sie. Da sind zum Beispiel Funkscanner drinnen, die so und so viele Frequenzen gleichzeitig scannen. Da sind sehr viele Technologien drinnen, die jenseits der 31 Gigahertz operieren. Also die gesamte Palette an Dual-Use-Goods, Güter, die man sowohl in der Zivilgesellschaft als auch im Krieg benutzen kann. Und Sie glauben gar nicht, wie viel das sind. Und unter anderem werden Sie gleich sehen, was da als Waffe gelistet wurde bis 2001, so circa. Hier sind wir bei den sogenannten Crypto Wars der 90er Jahre. Crypto Wars haben wir das nie genannt. Die andere Seite hat das so genannt. Es vergingen Jahre, bis wir überhaupt wussten, dass die andere Seite das nachträglich als Crypto Wars bezeichnet. Wir haben gesagt, wir befreien die Kryptographie und stellen sie die Programme auf unsere Websites zum Download und fertig. Das war der Sport Mitte der 90er Jahre. Das war sehr lustig und sehr, ich würde mal sagen, auch null gefährlich. Die österreichische Bundesregierung
hat sich noch nicht festgelegt gehabt, was mit Krypto ist, aber da wir auch ein Bankgeheimnis hatten, waren sie gar nicht so dagegen. Aber sie konnten es nicht einschätzen. So. Also kurzer Abriss, wissen Sie genauer ab jetzt, was Sie da sehen. Ich kann nur einzelne Episoden zitieren, sonst würde ich hier Mommsens Weltgeschichte ausbreiten. Es sind immer nur einzelne Dinge. Also 76 hat das schon begonnen, da begann die ideelle akademische Befreiung von Kryptographie. Diffie Hellmann, brauche ich Ihnen, glaube ich, nichts erzählen drüber, da wissen Sie besser Bescheid als ich. Bis dahin hatten überhaupt nur Militärs Zugang zu den Fachbüchern. Die haben das reingeniert auf Konzeptebene. Ja, 1991 hat Phil Zimmermann, dem es gereicht hat und der PGP als Command-Line-Version ins Netz gestellt hat, geht schon, schauen wir einmal. Das war so die frühe Zeit des Netzes. Hat jeder mal gemacht und legal, illegal, fragt man nicht. Sondern das kann ja später bei anderen fragen und wir werden es dann beantworten oder auch nicht. Das war eine sehr lustige Zeit, weil die Strafverfolger waren nicht scharf gemacht drauf, der Staat hatte kein Interesse dran und ich erzähle Ihnen noch eine einzige Episode darüber. Es wird in Deutschland nicht anders gewesen sein. Eines Tages kommt mein Freund Hans Zeger, der Datenschützer, zur Quintessenz. Es ist die älteste Datenschutzorganisation, die AG Daten in Österreich. Die wurde 1983 gegründet. Ja. Und Zeger war schon immer in guten Kontakt mit den Behörden und saß auch im Datenschutzrat. Und plötzlich kommt er zur Quintessenz, das war 1996, und knallt so ein 100 Seiten Konvolut am Tisch. Sagt, schau, das, glaube ich, wird euch interessieren. Ich schaue mir das an, und das sind die fucking Empfehlungen der OECD für Verschlüsselung. Das ganze Netz hat sie gesucht. Und mir hat der Hans Zeger so am Tisch gehabt, da schau. Sag ich, woher hast du das? Hat er gesagt, aus dem Bundeskanzleramt. Sag ich, wie kommst du an das? Auf allen Listen wird das Dokument gesucht und nur Mark Rottenberg von Epic hatte es. Der durfte es nicht weitergeben. Hat er gesagt, das haben sie mir gegeben und haben mich gefragt, ob ich mich dabei auskenne. Jetzt war bei der Quintessenz der Yeti, der hatte einen Mac, der konnte schon 1996 OCR, also Text, einlesen. Wir hatten es auf Papier. Und dann haben wir die 110 Seiten auf der Quintessenz veröffentlicht. Das war ein Knalleffekt, sondergleichen. Ich hatte mit überhaupt nichts gerechnet davon, sondern wir haben es einfach mal gemacht. Und danach, viele Jahre später, so 4, 5 Jahre später, habe ich erfahren, dass es deswegen 3 diplomatische Demarschen gab. Aber von sowas erfährt man ja meistens nichts. Die sind auch invisible. Die sind ganz besonders invisible. So, jetzt muss ich schnell machen. Netscape SSL 1.0. Effekt, die Banken werden wach. Oh! Wir können da die Kunden dazu bringen, dass sie selbst ihre Kontoführung managen und alle Arbeit selbst machen und wir können massenhaft Leute rausschmeißen und Filialen zusperren. Das ist genau das, was passiert ist. 1995 kam Krypto als Munition ins Wassenaar-Arrangement auf Betreiben der Amerikaner. Das heißt, jemand, der Verschlüsselungsanwendungen geschrieben hat, Software dafür hergestellt hat, Hardware, durfte die nicht exportieren, sondern brauchte eine Exportgenehmigung der eigenen Regierung. Und wenn das Land nicht genehm war, wurde sie nicht erteilt. Das heißt, Kryptographie, rein defensive Kryptographie wurde damals als offensive Waffe eingestuft
Und damit konnten Netscape und Microsoft in ihre Browser keine sichere Verschlüsselung einbauen, weil sie ja nicht garantieren konnten, dass das nicht in irgendwo anders runtergeladen wurde, wo es halt nicht hin exportiert werden darf. Das heißt, die Banken hatten ein erhebliches Interesse daran, sichere Kryptographie unter die Leute zu bringen. Und wir waren schon da. Plötzlich gab es eine Allianz. Banksters, Banken, E-Commerce. Und solche Narren wie wir waren plötzlich eine Allianz. Und wir hatten da das war bereits eine weltweite Allianz im Rahmen der Global Internet Liberty Campaign. Da waren alle üblichen Verdächtigen schon drinnen, ACLU, IFF und dann halt die ganz kleinen europäischen Gruppen, die sich gerade erst gebildet haben. Und da ging die Diskussion ab. Ich habe dann eine der letzten Kampagnen zusammengemanagt mit Electronic Frontiers Australia. Sage ich Ihnen gleich, wie es ausgegangen ist. Die Spooks haben da schon längst gewusst, dass sie dieses Match aber sowas von verlieren werden. Die haben sich nur unsere Allianz anschauen brauchen. Es war praktisch die gesamte Zivilgesellschaft drinnen. Nur sie nicht. Das heißt, die wussten schon ziemlich lang, dass sie diese Blockaden nicht mehr aufrechterhalten können. Und da ist ein folgenreicher Beschluss rund um die Welt gefasst worden. Kein formaler Beschluss, wir machen das jetzt. Nein, es haben sie einfach nur alle gemacht. Und was haben sie gemacht? Naja, wenn du die Kommunikation nicht mehr so einfach auf der Strecke abfangen kannst, dann musst du Richtung Hardware des Kommunikationsverursachers gehen. Und zwar vor der Verschlüsselung ansetzen. Wenn die normale Saugmethode an den großen Kabelanschlüssen eben nicht die gewünschten Resultate bringt. So da. Und was kam? Eine Welle von Malware, von Schadsoftware, von der niemand wusste, wer eigentlich so beklopft ist, eine Menge an Personen Jahre da hinein zu versenken, bloß um einen scheiß Virus zu schreiben und den unter die Leute zu bringen. Wir haben herumgerätselt. Lauter Kiddies, wer tut das? Zu welchem Zweck? Und cui bono? Es gab keine Antwort darauf, sondern es kamen immer wieder neue Wellen. Und das hat sich ungefähr so abgespielt, ich mache das jetzt im Zeitraffer. Also in den 80er Jahren waren die Prototypen der meisten gängigen Malwares bereits bekannt und ausprobiert. Es hat von allen 1, 2, 3 gegeben. Proof of Concepts. Ab 95 breitet sich das aus wie eine Seuche. Na klar, World Wide Web. Ab da ist es losgegangen und da haben sie draufgesetzt. Hier haben sie es 95 doch der erste Makrovirus für Windows-Programme auf. Das heißt, alle Büros in Gefahr, die computerisiert sind. Und das waren 95 schon ziemlich viele. 98. Ich gehe jetzt nur episodisch durch, und zwar die Typen, wann sie auftauchten. Das heißt nicht, dass alle anderen Typen deswegen wieder verschwunden sind, sondern nur, dass es einfach eine neue Form der Schadsoftware gab. Da gab es die WinCH-Familie, der böseste davon hieß Tschernobyl, der hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Ein Jahr nach dem Tschernobyl-Desaster hat er die Platte und das BIOS geputzt. Das war alles blank danach. Das heißt, es sind am Anfang
eher Viren im klassischen Sinne gewesen, wie wir es auch aus der Medizin kennen, nämlich Dinge, nämlich Programme, die echt schaden, die die Maschine, auf der sie laufen, kompromittieren und sie schädigen und Informationen löschen. Naja, und dann kamen die Würmer. Würmer sind die, die sich selbst verbreiten können. Das konnten die alten Viren alle nicht, die Funktion war nicht da. Und dann hat sie sich sehenswert abgespielt. Wir haben in der Future Zone damals, als sie noch beim ORF war, ständig diese Virusmeldungen gebracht und es war eine solche Menge, an Meldungen und es war schon Anti 2000 und niemand hatte eine Idee. Wer hat die ganzen Programmierer bezahlt? Da waren sicher viele dabei, die auf eigene Faust gehandelt haben und sich dann einkaufen ließen. Ja? Aber das war viel zu massiv. Es waren richtige Wellen, was da gekommen ist. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an den Melissa und den I Love You und so, das waren lauter Würmer, die hatten keine nennenswert böse Payload mit. Machten auch sonst nicht viel, aber sie verbreiteten sich so rasch, dass sie die Internet-Exchanges lahmgelegt haben. Ja, das Übliche. Nimm alle Outlook-Adressen des angegriffenen Rechners und versende dich selbst. Das war so die erste Welle. Das ist dermaßen ausgeartet, dass um 2000 rum, also teilweise im Wochenrhythmus, die Internet-Exchanges für Stunden flach gewesen sind. Und das Interessante war, da war es schon zum Sehen, dass da irgendwer nicht einer Regie führt, sondern dass sich eine Art Regie ergibt, eine militärische Regie. Abwechselnd sind diese Viecher in den Exchanges in Hongkong zuerst aufgeschlagen und waren schon relativ harmlos, wenn sie dann später am Tag nach Europa kamen oder erst viel später in die USA. Die anderen sind wieder in den USA an der Ostküste zuerst aufgeschlagen. Also man sieht schon, da waren irgendwie zwei Parteien im Spiel, aber hätte man das damals gesagt, hätte jeder gesagt, du bist doch paranoid. Das sind doch lauter Gangster, die das irgendwie schreiben und die irgendwas damit vorhaben, was wir nicht wissen. Erklären konnte man es nicht. So, und jetzt sage ich Ihnen noch, was zeitgleich war. Das Echelon-System ist dermaßen aufgeflogen, dass es eine Untersuchungskommission im EU-Parlament war. Ich war selbst dort mal geladen, im Plenum auszusagen, zusammen mit Duncan Campbell. Die Cybercrime Convention passierte, weil die Cyber gemacht haben, schon gesehen haben, dass da irgendwas gemacht werden muss an Regelwerk, weil das sonst in der kompletten Anarchie endet und keiner weiß genau, was der andere tut, weil das ja alles invisible ist. Jo, und die Kryptorestriktionen flogen aus Wassenau raus. Die haben sie einfach gelöscht, weil alle gesagt haben, das geht nicht. Die Banken brauchen das. Und E-Commerce und die Internetwirtschaft, es muss garantiert sein, dass wir zumindest so sichere Verschlüsselung haben wie in den USA. Das war Triple-DES 128-Bit. Das ist schon ganz hübsch gewesen für die damalige Zeit. Die NSA hat ursprünglich auf 40 Bit beharrt, eine Zehntausendstel Sekunde, damals schon zum Cracken. Und dann hat sie gesagt, naja, 56 könnten wir schon zugestehen. Und wir haben alle die 128 Bit Version auf unseren Homepage im Web zum Download stehen gehabt. Also es war lächerlich. Das Ganze ist in Lächerlichkeit irgendwie zerflogen, weil die gesellschaftlichen Ansprüche für Kryptographie
die Begehrlichkeiten waren einfach so hoch, dass die Militärs auf verlorenen Posten standen. So. Und jetzt kommen wir zu ein paar goldenen Zeitalter, die sich gleichzeitig nach 2000 abgespielt haben. Spam-Aufkommen ist explodiert. Und da waren direkt die Würmer dran beteiligt. Und es hat schon begonnen, dass sich da eine Infrastruktur... Ja, da gab es dann schon die ersten Gesetze gegen unerlaubte Massenmails. In Österreich 1999 schon verabschiedet. Dass eben nicht mehr so einfach ist, ich habe von wem eine Mailadresse und ich setze ihn auf eine Liste. Das ist nicht mehr gegangen. Das haben die Firmen in den 90er Jahren regelmäßig gemacht. Jo. Und dann fängt an, sich da so eine Art Schwarzmarktindustrie zu entwickeln in verschiedensten Staaten. Rund um Spam. Und wie man sieht, haben sich da gleich noch ein paar Felder dazu ergeben, womit man auf kriminelle Weise Geld verdienen kann. Also sie wurden zuerst geduldet. Man hat sich immer gewundert, warum keiner was unternimmt gegen die. Die haben die benutzt, sowohl in den USA wie in Russland, weil, das muss man wissen, die Dienste denken nicht wie wir. Die leben in einer anderen Werteskala und leben in einer anderen organisatorischen Struktur. Die sagen, wieso, wir sind keine Polizei, wir müssen die nicht einsperren. Die NSA hätte mit denen sofort aufräumen können, auch die russischen Dienste. Sie haben es nicht getan, sondern sie haben sie benutzt. Ja, und um dieselbe Zeit, so um 2001, ich weiß nicht, wer das mitgekriegt hat von Ihnen, dieses große Shadow Brokers Leak, Angriffe auf alle möglichen Firewalls, das jetzt rausgekommen ist. Da haben die Unbekannten, die das veröffentlicht haben, auch haufenweise Firewalls reingegeben, also die Exploits dafür, es waren die Programme, Firewalls, die schon längst nicht mehr in Betrieb sind. Es war mehr eine Geste. Seht an, so lange sind wir in euren Netzen drinnen. Dafür haben sie das hergezeigt. Allein die Liste der Exploits für Cisco Pix Firewalls, die gibt es, glaube ich, seit 2007, 2008 nicht mehr, war so lang. Sie haben für jedes einzelne Modell einen eigenen Exploit gehabt, um in dieses Netz reinzukommen. Das ist jetzt erst aufgeflogen. Das Irre ist bei diesen ganzen Dingen, sie sind deswegen nicht wenig verständlich für die breitere Öffentlichkeit und irgendwie invisible, weil die Nachrichten darüber in einem völlig asymmetrischen Verhältnis stehen, zu dem, was in der Timeline tatsächlich passiert ist. Das heißt, die Nachrichten, dass die NSA-Exploits existierten schon 2001, die Nachricht darüber, dass wir das wissen, stammt von 2016. Und so geht's bei sehr vielen Sachen. Man sieht immer nur die Medienveröffentlichung, man sieht aber nicht die riesige Geschichte, die dahinter steckt und dass das eigentlich schon weit früher begonnen hat. Man merkt es nur erst dann in unserer Medien- und Aufmerksamkeitsgesellschaft, wenn es auffällt. Und das ist das Wichtigste dabei, dass man da ein bisschen einen Überblick kriegt, dass man das zurückrechnet, dass man sagt, holla, das war schon 2001, auch wenn die News von 2016 sind. Jo, dann hat die NSA ihren eigenen Dual Elliptic Curve Random Generator standardisieren lassen. Es ist ein NIST-Standard geworden, also vom National Institute for Standards and Technology. Und das Ding ist haufenweise vor allem in Mobiltelefone verarbeitet worden.
Weil zu schnell ist. Elliptic Curve, Kryptographie schneller als die andere. Es hat sich nur leider dann herausgestellt, dass die Zufallszahlen nicht zufällig sind und dass dieser Pseudo-Zufallsgenerator, der damals schon entwickelt worden ist, so um 2005 rum, in der IETF, geht sogar weiter zurück bis 2003, Zufälle, Zufallsgeneratoren, die berechenbare Zahlen reproduzieren. Und Matthew Green, der Professor in Harvard, glaube ich, der hat das tatsächlich im Unterricht laufen lassen. Und siehe da, plötzlich sind die Brute Force-Knackzeiten aber richtig in der abenteuerlich gesunken. Es berechenbar. Man sieht schon, dass da also ziemlich skrupellos in die Zivilgesellschaft eingegriffen wurde. Es wurde einfach mal verteilt. Das Ding ist noch nicht vom Tisch. Es sind noch genug Geräte und es werden immer noch welche erzeugt, die den verwenden, weil es schnell. Und man will es ja schnell haben auf diesen kleinen Taschencomputern. Jo, Aufstieg der Botnets. Das hat sich auf der Spammer-Szene entwickelt. Wir haben die gesagt, wir machen gleich so richtig für Multi-Use. Und dann hat sich im Zuge dessen hat sich schon langsam so eine Art kriminelle Szene entwickelt mit einer richtigen kapitalistischen Arbeitsteilung. Die einen schreiben die Software, das sind die Vertriebler, die es verkaufen und dann sind die, die es benutzen. Das sind ganz andere. Eingekauft wurde bei den Software-Schreibern über die Vertriebler und benutzt haben es dann Betrüger und Erpresser. Das haben wir hier, die Infrastruktur war dann da und es hat sich so eine Art Schwarzmarktindustrie entwickelt. Und das ist ihre Funktion und deswegen wurden sie geduldet. Deswegen wurden sie geduldet. Die haben die als Partisanentruppe benutzt und benutzen die heute noch. Das ist so ungefähr etwas wie so verschiedene Gruppen in Nordafrika, die von Warlords geführt werden. Also so muss man sich das vorstellen. Die großen Mächte können sie nicht direkt steuern, sie können sie nur beeinflussen. Sie können den Gang der Dinge irgendwie beeinflussen, aber sie sind nicht direkt steuerbar, weil sie nicht dazugehören. Und die, das ist für die das ideale Umfeld gewesen, um dahinter, hinter dieser Nebelwand, umso ungestörter agieren zu können. Und Sie werden sehen, auch die Software oszilliert zwischen den Kriminellen und den staatlichen Stellen hin und her. Jo, Zero Days Exploits als neues Geschäftsfeld. Die erste Firma, die Zero Day Exploits zum Verkauf angeboten hat, datiert ins Jahr 2006 rum. Das war damals noch nicht erfolgreich. Das war noch etwas zu früh, sagte auch der Gründer, der hat einfach an alle verkauft. Und ehemaliges Member von Hacking Team, das wird vielleicht ein Begriff sein, das sind die, die ihre Daten verloren haben vor 3 Jahren oder so. Das heißt, es hat sich wirklich eine Szene entwickelt und die goldenen Zeitalter sind goldenes Zeitalter für Kriminellen, weil sie von den Militärs geduldet werden und die Cops kennen sie nicht nur zu wenig aus, sondern sie waren auch vorsichtig, weil sie mussten ja darauf aufpassen, dass sie bei ihren Ermittlungen nicht zufällig den Einkäufer des eigenen Militärs erwischen und vor Gericht stellen. Da sind ein paar Leute aufgefallen, zum Beispiel der Autor des Melissa-Wurms, der wurde verhaftet, 2000,
Er war vollkommen überrascht, als er verhaftet wurde. Und dann hat sich herausgestellt, dass das FBI einen eigenen verhaftet hat. Der hat im Auftrag von anderen staatlichen Organisationen schon gearbeitet gehabt. Also nur, dass Sie sehen, allein die schiere Masse wirkt gegen die Unsichtbarkeit. Weil wenn sich Vorfälle mehrfach wiederholen, dann sieht man irgendwie eine Linie drin. Und hier kommen wir zu dem Botnetz. Das ist sozusagen die Legacy der Spammer. Wir hinterlassen eine Industrie. Ups, da habe ich irgendeine Folie, glaube ich, zweimal. Kann das sein? Okay. Wir machen jetzt einen großen Sprung aus dem 2000er Jahr, aus den Nullerjahren in die Zeit von der beginnenden Enthüllungen Snowdens, also nach 2010. Und da fallen tatsächlich die Masken. Also 2012 veröffentlicht die NATO eine neue Cyberdoktrin, weil sich die Angriffe dermaßen gehäuft haben. Im Ernstfall wird zurückgecybert. Das heißt, sie haben gesagt, wir werden mit Gegenschlägen reagieren. Das ist ein relativ schwaches Argument im Cyberraum, weil um einen Gegenschlag zu führen, muss man erst einmal sicher den identifizieren können, der den Erstschlag geführt hat. Und es zuordnen können. Wenn Sie das jetzt sehen, wie lange das immer dauert nach den Angriffen, bis da irgendwas irgendwo zugeordnet werden kann, und dann kann man nicht ganz sicher sein. Nur dann können Sie sich vorstellen, dass diese Doktrin vollkommen für den Hugo ist. Da eben dieser Bereich, dadurch, dass er so geheim gehalten wird und dass immer alles hinter den Kulissen passiert, es ist schwierig zu sagen, who done it? Du kannst nicht sagen im ersten Moment, wer es war. Und die große Gefahr dabei ist, dass Cyber nur eine Provokation war, um zwei Mächte gegeneinander auszuspielen und sie gegeneinander aufzubringen. Das geht nämlich sehr gut mit dieser Art von Pseudokriegsführung. Da kommen wir gleich dazu, ich bin gleich fertig. Also, dann kamen offene Schlagabtausche. 2013 hat die NSA einen Unit der People's Liberation Army des chinesischen Staats aber wirklich sowas von aufplattelt. Die Leute namentlich ins Netz gestellt. Videos gedreht, wie die gerade angreifen. Es war wirklich eine mustergültige Aktion und sie haben es öffentlich gemacht. Sie haben es Reportern erzählt. Und dann schauen Sie mal, was sich dann abgespielt hat. Snowden. Dann kam Snowden zu der Zeit und da ist die wichtigste Folie, hat mir Bill Binney gesagt, als ich ihn interviewt habe, dieser abgesprungene NSA-Zampano, der hat gesagt, das ist die wichtigste Folie. 50.000 NSA-Network-Implants worldwide. Unter Network stellen Sie sich ein Regierungsnetz vor oder ein Provider-Netz, also keine kleinen Netze. Und Implants, sondern ist nichts wie ein kleines Stück Malware, das sagt, hier bin ich. Und im Zweifelsfall lädt das dann alle die anderen rein. So, jetzt muss ich schneller machen. Quantum Malware getarnt als Facebook-Server. Zero-Day-Exploits gegen die Belgacom, um nur ein paar Sachen zu zitieren. Und im Ukraine-Krieg, da ist es echt eskaliert dann, rund um den Ukraine-Krieg. In der Ukraine haben ständig die Stromnetze gewackelt, weil die Steuersysteme angegriffen wurden.
Und dann ist der NATO-Gipfel mit Black Energy angegriffen worden. Das ist eine der gebräuchlichsten Suites, Steuersuite mit Command-Control-Server, mit allem Pipapo, was man braucht. Der Spammer und der anderen Betrüger. Irgendjemand hat diese Suite hergenommen, hat sie komplett umgeschrieben, den ganzen Spammer-Mist rausgeschmissen und hat eine Spionage-Software-Suite draus gemacht. Denselben Command-Control-Servern. Also Sie sehen schon, kriminelle und staatliche Akteure. Ja, und das war die Reaktion aus dem Osten auf die Enttarnung des Units noch im selben Jahr. Wir sind immer noch 2013, 2014. Sony wurde dermaßen devastiert, das Netz da drinnen, dass die Monate gebraucht haben, dass die das wieder wiederherstellen. Monate. Ja, da stellen Sie sich mal vor, was das kostet. Dann Office of Personal Management. Eine Datenbank sämtlicher öffentlicher Angestellten in den USA, die Daten ins Netz gestellt und an Kriminelle verkauft, um den Schaden zu maximieren. Das heißt, so hat sich's abgespielt und das ist die erste Cyber-Auseinandersetzung, die man so richtig live mitverfolgen konnte. Und da hat sich's echt abgespielt. So. Und wo sind wir jetzt wieder? Wir sind wieder im Wassenau Office, wo sie Krypto eingesperrt haben, sozusagen. Hier auf Top 7 und auf Top 8 ist ein Invisible Office, das sorgt dafür, dass da keine Programme in falsche Hände geraten. In falsche Hände geraten. Sind alles falsche Hände. Wenn du denen eine Schadsoftware in die Hand drückst, dann ist eine ganze Suite. Auf Top 7 ist das Büro und auf Top 8, das ist drüber, ist ein großer Sitzungssaal, weil die sind bald aus den Nähten geplatzt. Ist schon die vorletzte Folie. Und da haben sie eine Wendeltreppe gebaut. Warum ich das weiß, ich war da zweimal drinnen. 1998. Einmal mit Barry Steinhardt von der American Civil Liberties Union. Ich wollte einfach mal schauen, wie es da drin aussieht und die haben mich reingelassen. Es war natürlich keine Sitzung, es war nur bürokratisches Personal da. Aber so ein bisschen was weiß man drüber inzwischen. Die waren alle sehr nett, aber die hatten ja nichts zu sagen. So, und jetzt haben wir noch ein Suchbild zum Schluss. Das sind die Wassenau-Mitgliederstaaten. Im Kern ist das eine NATO-Allianz. Es ist die NATO plus Verbündete rundherum. Das ist Wassenau. Und schauen Sie mal, wer da auch mit ist, drin ist in dem Vertrag. Schauen Sie mal da nach Nordosten, auf der Hemisphäre. Die Amerikaner haben sich sowas von ins Knie geschossen. Sie haben 1996 unter Präsident Boris Jelzin, als die Beziehungen sehr gut waren, haben die Amerikaner nichts Besseres zu tun gehabt, als wie sie es sonst machen, alle gleich mal NATO-Mitglieder werden, ja, was eins der weltpolitisch gefährlichsten Dinge ist, was die Amerikaner machen. Der Ukraine haben sie es auch versprochen, ihr kommt in die NATO. Ja, Länder mit ungelösten Konflikten, die im Kriegszustand mit einem anderen Land liegen, das ist nicht so einfach, die in ein Bündnis aufzunehmen, wo die Bündnispartner da mithelfen müssen. Die haben Russland dazu veranlasst, dass sie das Wassenaar-Arrangement unterschreiben. Und jetzt haben sie bei diesen Sitzungen, wo sie vorher unter sich waren, die Amerikaner alles gesagt haben, wo es lang geht,
die Europäer gesagt haben, aha, ja, ja, so machen wir das. Jetzt sitzen Putins Leute da drinnen. Das heißt, die können dort, das sind genau die, mit denen sie sich die Cyber-Schlagabtäusche liefern. Und dass Schadsoftware überhaupt im Wassener Vertrag gelandet ist, ist dem EU-Parlament und dem arabischen Frühling zu verdanken. Weil im arabischen Frühling dermaßen viel Schadsoftware aus Europa aufgeflogen ist, die ja an die ärgsten Diktatoren die wüstesten Überwachungswitz geliefert haben, wenn die Kassa nur stimmte. Es ist praktisch in jedem Land nur mit europäischer Technologie vor allem spioniert worden auf die Mobilfunknetze. Da sind die Europäer besser als die Amerikaner, immer schon gewesen. Tja, und so schaut das jetzt aus. Jetzt sitzen die Antagonisten in einem Gremium mit drinnen, wo das eigentlich gegen Russland gerichtet ist. Aber Mitglied ist Mitglied und darum schätze ich mal, werden sich die Verhandlungen dort auch relativ schwierig gestalten. Man erfährt ja nicht viel draus, außer wenn sie wieder etwas an den Listen geändert haben. Es gibt keine Presse, es gibt keine Öffentlichkeitsarbeit. Mein Artikel von 1998 in Telepolis war überhaupt der erste im deutschen Sprachraum dazu. Sonst hat keiner drüber geschrieben. So. Na, da haben wir jetzt einen Fehler drin. Aber geht schon. Also, Schlussfolgerungen. Cyberwar ist kein Krieg, sondern folgt anderen Regeln. Und das sieht man gleich. Es werden 6000 Jahre Militärgeschichte auf den Kopf gestellt. Bis dahin waren immer die Verteidiger klar im Vorteil bei allen Strategen, und das hat man auch in den Kriegen selbst gesehen. Im Cyberbereich ist der Angreifer enorm im Vorteil. Er wählt den Zeitpunkt, er wählt den Ort des Angriffes im Netz und er wählt die Angriffsweise. Und da gibt es inzwischen dermaßen viele, dass der Verteidiger enorm im Nachteil ist, und das sind die Konsequenzen daraus. Je besser vernetzt ein Land ist, je höher die Infrastruktur ausgebaut ist, desto mehr Angriffsvektoren gibt es für einen Angreifer, dort anzugreifen. In Nordkorea greift man nicht so leicht vor. Da musst du erst mal reinkommen, da musst du erst einmal in dieses kleine, sehr armselige Netz dich durchfinden und Koreanisch musst kennen. Jo, Angriffe sind billig, vergleichsweise. Verteidigung ist schweineteuer. Du brauchst ganze Teams dafür und bist dem Angreifer immer hinten nach. So. Autoritäre Regimes sind Rechtsstaaten strategisch überlegen. Autoritäre Regimes können es sich leisten, eine große Partisanenarmee an Kriminellen zu dulden und zuzulassen, die sie dann benutzen können, wenn sie es brauchen. Und bis dahin richten sie ja auch genug Schaden an. So, dass die Russen vor allem haben das jahrelang so gemacht und jetzt werden sie langsam munter, weil inzwischen werden die ersten großen Fischzüge bei russischen Banken bekannt und das wollten sie dann doch nicht. Das heißt, all diese Dinge, Krypto, Cyber, die gehören tatsächlich in Wirklichkeit zusammen. Krypto ist die Verteidigung gegen einen Angriff oder die Verunmöglichung eines geplanten Angriffs. Wenn er nicht einer kommt, weil es gut genug verschlüsselt ist, ist er abgewehrt. Cyber ist das Gegenteil davon, das ist die Angriffswaffe, was man halt so Cyber nennt.
Ich habe mir auch ein passendes Cyber-Shirt angezogen heute. Das, glaube ich, passt sehr gut zum Thema. Wie das weitergeht, steht völlig in den Sternen. Es ist im Moment eine heillose Konfusion. Man sieht, es funktioniert nicht wirklich. Computer sind danach immer noch da. Sogar wenn man es runiert hat. Dann werden Backups eingespielt. Das war damals noch nicht so ausgeprägt wie jetzt. Das heißt, die Netze werden auch robuster von sich aus gegen solche Angriffe. Und in Wirklichkeit ist das Ganze in eine komplette Anarchie und Planlosigkeit ausgeartet, weil es gibt im Cyberkrieg keine Verlierer und keine Gewinner. Es gibt nur temporäre Erfolge. Und drum war auch der letzte Satz, den habe ich jetzt schon weg, der hätte auch reinfliegen sollen. Im Moment ist Cyber, also was Sie alle unter Cyber verstehen, mehr noch die Fortsetzung der Diplomatie mit anderen Mitteln, nicht die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, sondern wo die Diplomaten aufhören zu reden, beginnen die Gesten. Wo setzt man diese Gesten, um zu sagen, das hat uns gar nicht gefallen, was ihr da für einen Move gemacht habt, deswegen machen wir den da. Die Gesten sind, die gab es schon früher, Militärmanöver mit irgendwelchen anderen Kräften, demonstrativ abgehalten, Flottenparaden. Ich brauche nur jetzt was erzählen von den russischen Bombern, die da die ganze Zeit über Norwegen rumfliegen und sehr nahe an einem britischen Luftraum kommen. Damit drücken die Staaten aus, das passt uns nicht, was ihr gemacht habt. Es ist sozusagen wirklich eine Fortsetzung der Diplomatie noch mit anderen Mitteln. Und bis jetzt ist es noch nicht in den richtigen Schießkrieg. Es ist nicht nachgewiesen, dass es in den Schießkrieg übergegangen ist, weil da sind sie alle heillos vorsichtig, weil sie wissen, wie gefährlich Provokationen sein können in dem Bereich. Dass nämlich Mächte aufeinander gehetzt werden, von denen ein Dritter will, dass sich die nicht so gut verstehen. Dafür eignet sich das Ganze, also für Operationen im Vorfeld und um etwas vorzubereiten, dass du die gegnerische Armee mit ein paar Hackern lahmlegst. Ja. Das gibt's nur in Hollywood, aber nicht im realen Leben. Tja, das war so ein Gewaltexkurs jetzt über ein ziemlich großes Gebiet. Sie mögen verzeihen, wenn ich das sehr, sehr verkürzt dargestellt habe, aber immerhin geht das über mehr als 20 Jahre. Aber das ist die Entwicklung, die sich abgespielt hat. Lösungen habe ich keine, aber Sie werden sicher Fragen haben oder Anregungen. Ich habe jetzt genug gecybert, jetzt cybern Sie mal zurück. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt ist ja auch im Programm eine Pause angekündigt. Daher würde ich eine Frage hier im Plenum zulassen und danach einfach bitten, dann doch Erich Möchel einfach so zur Bar zu begleiten und so etwas. Dann gehe ich mal ganz ans Ende, an die andere Seite und dann bin ich auch gleich schon an der Tür. Falls ihr alle die Party schon draußen gehört habt, das ist nicht die bunte Bar mit dem bedingungslosen Grundeinkommen hier. Es handelt sich tatsächlich um eine Universität so mit Studenten, die auch mal feiern. Und das ist also nicht unsere Veranstaltung, aber ich denke, wir können uns da sicher auch einschmuggeln, wenn die besser sein sollte als unsere. Also eine Frage lasse ich hier noch zu. Wer hat sich... Ich habe also eine Frage, ist sehr wichtig. Also ich habe eine Frage, ist Bitmessage eigentlich schon Teil des Cyberwar? Bitte? Ist Bitmessage Teil des Cyberwar? Was ist das, Bitmessage?
Ja, dann... Es ist mir kein Begriff, sorry. BitMessage ist das Protokoll von Bitcoin nur als E-Mail-Programm weitergesetzt. Okay. Frage, ob das Teil der Crypto-Wars Okay, jetzt ist mir klar. Naja, dass die haben schon vorher damit experimentiert, aber es ist noch etwas zu früh. Es gibt sehr wenig harte Informationen, was mit Bitcoins tatsächlich zu machen ist und was schon angestellt wurde. Aber die Frage ist an sich vollkommen richtig und legitim. Na, das ist für die natürlich ein totaler Ansporn. Virtuelle Währungen zu manipulieren und zu beeinflussen, das ist, würde ich mal sagen, Königsdisziplin Cyber, wenn man es unter psychologische Operationen oder Vorfeldoperationen einordnet. Also lege ich die Hand dafür ins Feuer, dass sie alle heftigst an den Blockchains werken. Das ist ihr ureigenstes Gebiet, das ureigenste Gebiet der Militärs. Kryptographie hat ihnen gehört bis in die 70er Jahre, aber vollständig. Es gab keine freien Wissenschaftler, es gab keine Kryptographie für die Bürger. Noch was? Ansonsten bin ich eh noch da.